Ja, ich lausche dann mal an der Tür. Auf der anderen Tür? Ja, da kannst du die Bediensteten weiter hören. Sie rumkramen. Achso, ich habe ja das ist eine Tür zum Flur gedacht. Es gibt mehrere Türen. Also du siehst auch, wie Mendarion neben einer geöffneten Tür steht. Da geht es wohl auch dann die Treppe runter. Achso, ich dachte... Ich denke, die anderen sind dort unten. Wir sollten uns unauffällig hinabbegeben. Ja, das ist richtig. Und flüstert. Aber natürlich. Warum? Es sind Feinde hier im Haus. Ah. Soll ich meinen Köcher hervorholen, oder? Das wäre eine gute Idee. Habt ihr eine Nahkampfwaffe rein? Nein. Ihr habt gesagt, wir sollen keine Waffen mitnehmen. Ja, ich verstehe. Nun gut, dann zieht euren Bogen. Aber seid leise. Ich bringe mir dann den Köcher so zurecht, dass ich relativ leicht daran komme. Sagt Mendarion, ihr hört doch verdammt gut, nicht wahr? Hört ihr ihn? Jemand Kiaras? Ja. Lasst mich einmal hinhören. Ich möchte ein Nadelauge machen. Ich lasse mir Zeit. Modifikation Einzelsinn für Gehör. Ist insgesamt nur eine Erschwernis. Mit 7 Punkten gelungen, das heißt, ich hätte eine 14er Erleichterung auf etwaige Sinnenschärfeproben. Möchtest du, dass ich noch würfle? Du konzentrierst dich ein bisschen und kannst dann, wenn du die Treppe nach unten gehst, gedämpft durch das Holz, jemanden hören. Das klingt wie ein dummer Raphim. Ich glaube, muss aufpassen! Und das ist Raphim, aber er klingt komisch. Führt mich zu ihm. Und er ist hier, unter der Treppe. Innen des Treppe, nicht wahr? Ja, dann geht voran. Könnt die Treppe nach unten gehen und steht dann am Treppenende vor einer Tür. Wenn ihr sie aufmacht, auf der anderen Seite könnt ihr sehen, wie sie wohl, zwar wohl Tapete oder Holz, also gehörte eigentlich zur Wand, aber das ist wohl so ein, ja, was heißt Geheimgang? Eher dann ein Gang für die Bediensteten, der dann verschmilzt mit dem Raum, sodass man dann diesen Raum, diese Prunkgemach nicht weiter verschandeln muss. Ihr wolltet gerade ihr habt die Tür geschlossen natürlich, konntet dann wohl auch gerade sehen, wie in einem Schlafgemach Kiara stand, gemeinsam mit einer Frau, die auf einem Bett gefesselt ist. Und gerade als ihr ihn ansprechen wolltet, könnt ihr sehen und hören, wie sich die Tür öffnet und plötzlich Mendarion und Abelmir in der Tür stehen. Da, wo eben noch keine Tür war. Ach, da seid ihr ja, Abelmir. Freunde. Wir haben euch gefunden. Ach, zum Glück. Ich bin gerade über das Bett gelehnt, so am Ohr der Frau. Werf nochmal einen Blick zur Seite und flüster ihr dann zu. Wie viel ist dir deine Seele wert? Die ist längst verloren. Bekel, wird dir deinen Schwanz abschneiden. Willst du wahrlich dich selbst retten? Ich bin noch längst verloren. Soll ich noch einen Kreis tiefer gehen, nur für dich? Ach, Kinchi, jetzt hör mal zu. Entspann dich mal. Wir wollen dir nichts Böses. Ja, sind jetzt eigentlich alle anwesend. Ich schau die anderen alle mal an und leg meinen Finger so auf meine Lippen. Ja, ich schubse Beutel. Werf dir noch einen Blick zu, richte mich dann auf und drehe mich zu den anderen um und. Da seid ihr endlich. Ich habe mich schon gewundert, wo ihr bleibt. Wen habt ihr dort? Eine Opfergabe für den Güldenen. Bin ich doch einfach los, ich fick euch alle. Ich schleich mal zu dem Bett herüber. Oh, das ist ein Wort, das ich gerade gelernt habe. Das bedeutet nichts. Art für, Person das ist auf dem Bett oder gefesselt ist? Ist gefesselt. Ja, ich meine, ob man erkennen kann, dass sie eine Paktierin ist oder nicht. Ja, wie gesagt, also sie ist nicht nackt, aber du kannst an ihrem Hals erkennen, dass sie einen Dämonenmal trägt. Also so ein ist blau angelaufen, als ob sie sich da gewürgt hätte. Nun gut, das ist. Was ist? Macht Attackzeichen. Unterhaltet euch, macht Lärm. Wir aufpassen! Ja, oh. Wir alle aufpassen! Oh, der Gold. Dreh mich dann wieder zu ihm. Ja, jetzt nicht wahr. Haha, ja, gut gemacht. Super.
Das ist sowas wie Bogen, aber nicht gleich wie Bogen, ist wie anderer Bogen. Wenn jetzt den Lärm gemacht wird, lasse ich deine Nadel auch gefallen. Ja, ja, durchaus, durchaus. Sie brüllt jetzt dadurch die ganze Bude, was die Armbrust ist, und möchte sie in sehr dummen Worten immer wieder falsch erklären. Warum brüllen die jetzt alle so, Abimir? Ach, ich verstehe ja keine Attacke. Eine Ablenkung. Sagt nichts, wir sind nicht hier. Nun gut, wir sind nicht hier. Ich fange mal an, mit ein paar Möbeln gegen die Wände zu klopfen, um möglichst viel Krach zu machen. Der Hund, was soll denn das? Ich glaube, das ist etwas sehr auffällig. Ja, aber das sollte doch so gemacht werden, oder? Weiß ich nicht. Die Tür geht auf und ihr könnt erkennen, wie jetzt drei Ferkiner hineinkommen. Einer von ihnen, das ist dann derjenige, der wohl auch Kiaras geführt hatte, ohne Zunge, schauen euch an. Und einer der Ferkiner würde noch anfangen zu sprechen. Zwar dann der ohne Zunge. Was tut ihr hier? Was soll der Scheiß? Bang Baladin, meine Freunde. Okay. Wie kommt der hier hin? Hier nicht gut aufpassen, deswegen ich hier sein. Hier einfach auch unser anderen hinkommen. Nicht gut aufpassen, ihr seid Schlechtwächter. Warum steht ihr im Raum und rückt an irgendwelchen Stühlen und redet sinnloses Zeug? Seid ihr behindert? Ich nicht sinnloses Zeug reden. Ihr sinnloses Zeug reden. Er soll gemein zu mir sein. Ein Fasel, Alrik. Warum er gemein zu mir sein? Ich nicht mögen. Du weggehen. Ja, hier, nehmt diesen Stuhl und dann schert euch fort. Genau, der ist ganz schlecht für... Ich will wissen, warum ihr an den Schränken rüttelt. Wir müssen gucken, weil ihr nicht gut aufpassen. Vielleicht seien hier noch wer anders. Wir prüfen, ihr Schlechtwächter, wir Gutwächter. Ihr Schlechtwächter. Schlechtwächter. Die drei greifen jetzt an ihre Säbel, die sie bei sich tragen. Sie greifen danach und treten dann in den Raum rein. Eure Eminenz, was ist hier los? Ein Missverständnis, keine Sorge. Ich wollte mich gerade vorbereiten und eigentlich, ich schau böse in die Runde, wollte ich, dass ihr euch hinsetzt und leise seid. Und was macht ihr? Ihr macht Lärm. Nicht als Idioten umgeben. Wie kommen die beiden hier hin? Die haben wir nicht hochgelassen. Wir sind nicht dort, wo der Herr durch die Tür gekommen und sie gehören zu mir. Wir sind nicht durch die Tür gekommen, das hätten wir gesehen von der Treppe aus. Wir sind dort, wo unser Herr ist. Sie sind gut im Schleichen. Aber an uns wird vielleicht keiner vorbei. Es ist hervorragend, dass ihr hier seid. Scheinbar schon. Ich denke, ich kann euch gebrauchen. Dieses Opfer, ja, hervorragend. Doch ich denke, ich brauche eine größere Audienz. Mehr Leute müssen den glorreichen Moment betrachten, wenn ihr versteht. Ich denke, ich werde das Ritual wieder an dem Pult durchführen. Bringt sie zusammen, damit alle das Schauspiel sehen können, alle in der glorreichen Glorie baden können. Ja, damit treten zwei der Ferkiner nach vorne an das Bett heran und der andere würde dann den Raum verlassen und in Richtung der Galerie gehen. Ich würde mal meinen Körper vor den anderen beiden Ferkinas abschirmen und Attackzeichen zu Kiaras machen. Was machen wir jetzt? Ich zeige drück, alle umbringen. Verstanden. Alle, ich würde neben den herlaufen und ihn immer wieder Schlechtwächter an den Kopf werfen. Schlechtwächter! Ich Gutwächter, ihr Schlechtwächter! Ihr nicht aufpasst. Ich nehme mir natürlich den Opfer durch und achte darauf, dass die Ferkina auch die Gefangene gut sichern. Werf ihr auch nochmal einen Blick zu. Ja, also die erste Fessel wird gelockert, sie wird versuchen, direkt mit ihren Krallen nach den anderen zu hauen, zu packen, bekommt direkt eine Faust ins Gesicht, sodass das wieder knackt. Bleibt aber bei Bewusstsein, wird dann fies die Arme auf den Rücken gedreht, sodass dann auch die zweite Hand gelöst werden kann und dann wird sie zunächst auch mit einem Stück Stoff, was ihr in den Mund gesteckt wird, damit sie jetzt in der Galerie auch nicht anfängt zu schreien,
Und dann wird man sie ganz grob in Richtung Galerie drücken, buxieren in den großen Prachtsaal. Macht dir nicht zu viele Schmerzen, das gefällt ihr nur. Der Ferkinder schaut dich nur an, murmelt dir nur was zu, Schlechtwächter. Dreht die Augen und so könnt ihr dann gemeinsam mit der Belke der Paktierin in Richtung des anderen Raumes gehen, wo Rafim ja schon einmal war und Kira seine Lesung gehalten hat. Ja, wenn die beiden rausgehen und schaue ich alle anderen nochmal an und zeige einfach auf den Wandteppich, wo Selenian gezeigt ist. Das war doch in diesem Raum, nicht wahr? Genau. Mit dem Zeichen der Horusloge daneben. Aber mir, was ist denn schlecht, Wächter? Seid leise, das ist egal. Ich erkläre es euch hinterher. Na gut. Gehen wir jetzt hin? Achtet auf unsere Zeichen. Okay. Ja, so könnt ihr wieder über die Galerie den großen Raum betreten. Seht da wieder die verschiedenen Geweihten in verschiedenen Stadien, Paktierer. Eigentlich sind es Paktierer, die dort sitzen mit ihren Leibwächtern, die euch interessiert ansehen, aber distanziert sind. Also sie wissen nicht genau, was sie jetzt davon halten sollen, schauen dann aber auch wieder zu der Melgelel-Paktiererin. Ebenso Verachtung, die aus den Augen spürt. Also sie haben wohl genauso wie die Paktiererin selbst auch ein großes Problem mit ihr. Und wenn ihr dann alle im Raum seid, wird die Tür auch wieder geschlossen und steht auf dem Weg. Kurze Frage. Zu der Tür will ich allen Attackzeichen geben, Feinde bereit machen auf einen Kampf. Ja, ich würde gerne wissen, wie breit ist die Tür? Wie breit ist die Tür? Ja. Ein Meter. Ein Meter und wie hoch ist die Tür? Zwei Meter. Zwei Meter, alles klar. Die Tür halt. Ja, ich wollte es nur wissen. Gut. Sobald wir durch die Tür durch sind, will ich dann beginnen, eine Wand aus Erz zu zaubern, dass auch niemand durchkommt. Gut. Wie lange dauert das? 30 Aktionen, aber ich denke mal, Kiaras wird ja jetzt eh noch ein bisschen reden. Ja, und jetzt ist jetzt natürlich die Frage, ab wann das sichtbar wird. Es geht halt auf jeden Fall ohne Formel. Ja, darum geht es mir nicht, aber die Tür wird ja, was heißt vererzt? Also, versteinert die Tür? Tritt nach dem Ablauf der letzten Aktion an. Fällt des Geoden eine Wand aus Element mit der Länge der Barriere. Also die erscheint dann, wie ich das rauslese, sie erscheint. Zauberst, genau. Gut. Also du verscheinerst die Tür nicht, sondern du setzt einfach nur Erz davor. Richtig. Gut. Und ja, zu Boltax direkt zeige ich auch nochmal, wir brauchen Stille. Ja. Kommt dann, sobald ich die Wand gemacht habe. Aber das wisst ihr ja noch nicht. Wie viele Personen sind überhaupt in dem Raum jetzt gesamt? 5 plus 5. Beziehungsweise, ja doch, 5 plus 5. Das heißt, es sind 10 Geweihte. Also fünf Geweihte, Geweihtinnen und Leibwächter plus ihr. Wie sehr sind die schon zugedröhnt? Schon gut. Also sie haben auf alle Fälle viele Drogen konsumiert. Du weißt nicht genau, wie ihre Zechen, wie sie das wegstecken, aber. Wie viele fehlen von denen, die vorher da waren? Keiner, es ist sogar einer dazugekommen. Ah, sehr schön. Also nicht die einzigen Mystery-Gäste, die hier noch auftauchen. Ja, ich hoffe, einer von euch flüstert mir da dazu. Ja, dann tu's auch einer. Ich stehe wahrscheinlich neben ihm und tippe ihm auf die Schulter und sage, Achtung. Deswegen. Es geht gleich los. Womit? Mit dem Kampf. Welcher Kampf? Tötet einfach alle außer uns. Müssen wir? Ja. Sind die denn gefährlich? Ja. Mach kein Mitleid, keine Gnade. Mach mal eine Überreden oder eine Überzeugung, ich werde um 5. Warum 7? Ich fühle mich nicht mehr 7 Punkte bei Doc. Achso, okay, ja, stimmt. Zumindest jetzt gerade nicht. Möchtest du einen Chip dafür einsetzen? Ja. Ich würde die 20 verwöhnen. Es dürfte mir gelungen sein. Aber mir hat mich bis jetzt noch nicht fehlgeleitet. Wow, ich bin der einzige Mensch, der das sagen kann. Du bist ein Elf. Jedenfalls spanne ich mich etwas an und harre der Dinge, die da kommen.
Ja, ich gehe in den Raum hinein, achte darauf, dass die Bakteriin schön festgemacht wird, halte den Dolch vor mir schön präsent, dass alle ihn sehen können, stelle mich vor das Pult, schau, dass meine Gefährten sich gut strategisch im Raum positionieren, hoffentlich. Bleib an der Tür stehen, ich gerade. Naja, und fange dann an zu sprechen. Ich halte mich neben Marvin hier. Wer, wenn nicht er, wird den Tod überwinden und gestärkt daraus hervorgehen, nachdem seine schändliche Brut ihn so feige verraten hat? Wer, wenn nicht er, sind solche perfide Ränke, dass die Göttlichen sich aufregen und kleinlich, in kleinlichen Gezänke, bis er zurückkehren wird? Wer, wenn nicht er, vermag uns zu erlösen von Hunger, Leid und Tod des sterblichen Seins und zu erheben zu seiner Göttlichkeit am Tag der letzten Schlacht? Ein Tag, den ihr niemals erreichen werdet. Voltax. Ja, die Band aus Erz geht hoch und dann kommt der Silenzium direkt hinterher. Ich ziehe meine Waffen und schmeiß den Dolch weg. Ich aktiviere mein Flammenschwert. Gleichwächter! Ich zieh zwei Fahnen aus dem Köcher. Ich rufe jetzt und werfe einen Blitz, ich finde, auf den ersten, der mir am nächsten steht. Gut, dann könnt ihr schon mal alle Initiative würfeln, während ich diesen Raum arrangiere. Wir kämpfen einfach mal hier in diesem, in diesem Raum. Da passt das, glaube ich, ungefähr mit den Token. Ist grob. Mann, bin ich schlecht. Dann bekommt jeder von den Gästen einen eigenen Wächter. Und dann könnt ihr euch überlegen. Ist der fette Gast noch hier oder hast du den gerade weggezogen? Ach nein, ja, da ist er. Dicker Gast. Ist das derselbe wie von unten? Nee, das ist ein anderer. Oh, okay. Ich hoffe, ihr blitzt die Fakinas weg. Das ist ein... Warte mal. Das ist der Plan. So. Kannst du da ein Objekt draus machen? Oder sonst verrücken wir das gleich versehentlich. Danke. So, warum kommt sowieso aktuell noch keiner raus? Dann würfel ich für die Namenlosen alle eine Initiative und für die Leibwächter alle eine Initiative. Ich wundere mich, ob die Leibwächter wissen, was abgeht oder ob das nur unbezahlte Gehilfen sind. Also, die haben Rafim zumindest hochgelassen, weil er keinen Finger hatte. Das kann ja auch nur eine andere stehende Anweisung sein. Das sind Fakinas, das ist kein Verlust. Wow. Da ist der Rafim, den ich kenne, wieder. Ich hab schon gedacht, ich fürchte, wir hätten dich verloren. Die Initiative ist nicht so hoch. Wow. Und dann schaue ich gerade nochmal bei den Initiative 15. Gut, dann beginnt es. Wir fangen an mit den namenlos Geweihten. Ich bezeichne sie jetzt einfach mal alle als namenlos Geweihte. Die sind noch überrascht und würden in dieser Runde nichts tun. Ihr habt jetzt aktuell die Wand aus Erz hochgezogen. Boltax kann den Blitz ansetzen. Und wen blitzen? Ich blitze nicht, ich hatte Silenzium. Silenzium, Entschuldigung. Das dauert eine Aktion, ne? Hm. Echt? Nee, oh, ja. Silenzium ist zwei Aktionen. Zwei Aktionen. Dann zwei Aktionen. Sind wie gesagt überrascht, zumindest die namenlos Geweihten und die anderen würfeln gerade mal eine Aufmerksamkeit. Ob sie überrascht sind, sie sind nicht überrascht und können agieren. 1, 2, 3. Stopp, du ziehst vor. Macht einer von denen Anstalten zu rufen oder irgendwie Alarm zu schlagen? In einer freien Aktion, ja. Einer oder alle? Alle. Kann ich nicht abknallen. Dann lass sie erstmal agieren. Ich will sehen, was sie machen. Sturmangriff. Ich würde vorziehen. Halt, stopp. Okay, dann ja doch. Dann jetzt, ansonsten Sturmangriff auf euch alle. Wie weit sind die weg? Ist das 1 zu 1? Beziehungsweise, ja, sie müssen sich. Sie sind orientiert. Also, was heißt das denn orientiert? Ich hatte ja eine 1 gewürfelt. Weiß nicht, wie groß ist der Raum? 20 Meter ist zu viel. 10 Meter. Okay. 10 Meter ist der Raum, das heißt, wir machen 4 Meter Entfernung zu Iserun. Okay. Ganz gut. Ich wollte vorziehen, wie gesagt. Ja. Dann lass uns Habelmir. Mach du erst mal. Habelmir fängt an.
Ich würde vorziehen und wie gesagt, ein Witz, ich finde auf die nächste. Wen? Den Geweihten oder den Ferkiner? Ich meine den dicken Gast irgendwie. Den dicken Gast, den möchtest du blitzen. Ist ein Geweihter? Ja. Dann ist ein Geweihter. Wie das ein Blitz ich finde, ich rufe Nigiri Tuvash Tulamok. Ich habe schon den Blitz ich finde schon geworfen, eine maximale Schwere von 20 erzielt. Von 20? Ich habe alle geblitzt. Ich habe da 15 in ZFP, aber maximale Schwere auf F20 mit der Magieresistenz verrechnet. Ja. Magieresistenz kannst du, ich guck gerade mal nach, was die für eine MR haben. Sicherlich ein bisschen mehr sein. Als 20? Nee, nicht als 20, aber mehr als normale Leute. Gehen wir von der 10 aus. Gut, dann hätte ich immer noch 5 Punkte übrig. Heißt, sie verlieren 5 Punkte gleichmäßig auf Attack und Parade. Für ZFW halbe Aktion, das wären 8 Aktionen. Aber Frage, deren Magieresistenz ist doch ein Erschwernis für dich, oder richtig. Nicht? Richtig. Also dann hast du doch 10 Punkte über, oder nicht? Wenn die eine Magieresistenz von 10 haben, ich habe eine ZFP von 15, haben sie noch 5. Ja, aber du hast eine Max-Erschwernis von 20, du rechnest ihre Magieresistenz als Erschwernis ein, verlierst so, deswegen... Das ist egal, Erschwernis wird voll von den ZFP-Sternen abgezogen. Ach so, okay. Stern. Also bleiben 5 Punkte übrig, wie ich gesagt habe, 3 Punkte auf Attacke, 2 Punkte auf Parade, verlieren sie ZFP-Punkte auf ihren Ini-Wert. Ja, das glaube ich... Also nur der dicke Gast, genau. Genau. Und ja, da Abel mir nicht gezogen hat. Ein Geblitz-Symbol. Da Abel mir nicht gezogen hat, werde ich jetzt mal hinterherhauen. Wir werden auch ein Blitz, ich finde. Und okay. Zwar auf alle Ferkinas. Alle Ferkinas, das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, das ist also höchste MR plus 5. Es sollte locker drin sein, ich würfel einfach. Ich habe die 5 jetzt schon eingetragen, höchste MR sagst du mir gleich an. Ich sollte unter 10 liegen, nehme ich an. Die höchste MR ist unter 10, ja. Ja, dann sind sie jetzt für ZFW-Aktionen, also für 19 Aktionen lang geblitzt. Ihre Ini sinkt um 19 Punkte und sie verlieren... ZFW, oder? Bitte was? ZFW 8, das wird verdoppelt, Entschuldigung. Ist ja 11. 11. Ja, ja, alles klar, Entschuldigung. Das heißt, ihre alle Initiative sinkt um... 19. Wow, und sie können sich nicht orientieren. Richtig. Ich würde auch noch gerne vorziehen. Und sie kriegen halt ihre Erschwernisse, je nachdem, was ich überhalte. Ich kenne ihre mehr nicht. Sie wird so zwischen 5 und 7 sein. Es sind Ferkinas, es könnte auch 4 sein. Ja, aber namenlose Ferkina haben 5. Doesn't matter. Iserun zieht vor. Genau. Wir haben jetzt noch 3 Ungeblitzte. Die übernehme ich jetzt. 14 wäre die Erschwernis, ne? 4 Ungeblitzte. Aber es sind halt die namenlos Geweihten. Ach, Iserun schafft das schon. Ich weiß nicht, wie viele du schaffst. Ja, schauen wir jetzt mal. Weil sie einen knackt, kann sie leicht ADQ. Es hat geklappt. Ja. So, ist nicht besonders lange, aber ja. Oh, ich glaube, das wird reichen, ne? Genau. So, dann ziehst du jetzt mal 20 Inni ab. Alle? Und ZFW 4 durch Stück hattest du, ne? 2 Aktionen. Das heißt, für 10 Aktionen sind die jetzt geblendet. Und die bekommen jeweils 2 Punkte von Attacke und Parade Basiswert abgezogen und Ini hatten wir ja schon, ne? Das wirkt sich auch auf Zauberproben aus, der Blitz dich findet. Richtig, ne? Ja. Sowohl Talent als auch Zauberproben. Wie sieht's aus mit kamalen Proben? Es ist eine Mirakelprobe, ist eine Talentprobe. Okay. Das ist schade. Denn du probst ja auf deinen Ritualkenntniswert. Ja, nächstes Mal fange ich. Nur 4 Punkte erschweren. Nächstes Mal fange ich an mit Gott der Götter. Was, es sind nur 4 Punkte erschweren. Iserun ist durch, Mendarion ist durch, Abelmir ist durch. Ich habe noch eine Aktion. Ja, aber Raphim, willst du vorziehen? Ich will erst mal wissen, was machen die Jungs denn jetzt? Die hätten einen Sturmangriff ansagen wollen, genau. Was machen die jetzt? Die möchten. Ja, Sturmangriff braucht er 2 Aktionen oder verbraucht er alle Aktionen? Es steht drin, er verbraucht auch deine Abwehraktion. Genau, das heißt, sie kommen trotzdem mit Sturmangriffen auf euch zu. Nein, sie haben nämlich nur noch, also teilweise können, haben die sie nur können noch sich Abwehraktionen. Nicht bewegen. Ne, also wenn die Initiative Stimmt. unter 0 ist, haben die ja nur noch Abwehraktionen. Ja, ja, sie sind aber überrascht. Sie können ihre Abwehraktionen umwandeln. Wow, das umgewandelt, ist möglich, aber halt. Sie sind Ferkinas, sie laufen jetzt mit umgewandelter Aktion auf euch zu und wollen euch Sturmangriffen. Das wird einfach nicht klappen, aber sie tun es trotzdem.
Okay, hau rein, Keule. Dann fange ich an. Wie viele von denen wollen auf mich zurennen? Einer. Wer möchte auf einen? Welcher? Der hier oben. Der hier oben. Ich feuer hier hin. Bin ja zweimal dran vor denen. Mhm. Dann eine Aktion Position. Ja, ja, okay. Dann hau ich den da. Ja, hau rein. Über Wuchtschlag auf diesen Bastard. Autsch. Gib ihm. Nur 5er Wuchtschlag. 24 in den Schwertarm. Ja. Voltax hat ein Silenzium auf alles, ne? Den ganzen Raum. Genau. Gut, das heißt, die ganzen Predigten kommen auch nicht durch. Das ist ja egal. Die verbale Komponente ist zum Wirken einer Liturgie nicht notwendig. Es geht Verfluchung, namenlose Anrufung und so weiter, also ganz generell. Okay. Ich darf meine Aktion jetzt einfach mal nicht fangen an, meinen Bogen bereit zu machen. Das sind zwei Aktionen, die ich schnell ziehen habe. So, Mindarion, also Raphim ist durch, der hat eine Aktion Position und zugehauen. Der dicke Gast bricht vor dir zusammen, hast ihm gerade wohl irgendwie seinen Arm abgetrennt oder so. Was heißt abgetrennt? Also er hängt in einem sehr ungesunden Winkel, hängt er von ihm runter, er schreit, aber du hörst ihn nicht. Mindarion macht Laden, Kiaras. Willst du vorher weiter vorziehen? Ich lade nicht, ich ziehe den Bogen von der Schulter. Ja. Ja, ich möchte vorziehen, ich gehe dann auf den dazu. Ja, eine Aktion Position, eine Aktion hast du noch. Piekse. Ja, mit Ananda. Nein, ich kann keinen Aufschlag machen. Gezielter Stich geht immer. Stimmt, ich kann ja gezielten Stich noch machen. Ah, gezielter Stich ist auch stark gegen normale Gegner, die nicht verteidigen. Er hat auch keine Rüstung an, also er hat ist nicht mal ein Rüstungsschutz 1, das ist einfach ein... Ja, hau ich einen gezielten Stich an. Ja. Wundschwelle minus 2. Das ist mindestens eine Doppelrunde. Schaden? Das ist der Rondra-Rapier. Ja, macht keinen doppelten Schaden, weil... 13, das heißt die erste Wunde, ich gehe mal gerade davon aus, er hat eine Konstitution von 13, dann hat er eine Wundschwelle von 7, minus 2 ist die 5, ist die erste und dann kommt bei der 13 auch der zweite. Die Autowunde. Plus die Autowunde sind 3 Stück. Würfel mal die Zone aus. Brust. Kopf ist weg. Kopf ist weg. Und Verdopplung, vergiss mir die Verdopplung nicht. Ich wollte gerade sagen, hat sich erledigt. Ich glaube, dem habe ich gerade den Kopf gespießt.